Ich möchte mich mal äußern zum Thema Krankheiten. Krankheiten sind individuell verschieden. Deiner hat Plattfüße, Magenverstimmung oder irgendwas mit dem Darm, manche mit dem Rücken, andere mit dem Kopf. Einer hat eine kaputte Wirbelsäule und der nächste kriegt ständig eine Grippe. So, wie sieht es denn aus bei Corona? Na, wie bei jeder anderen Grippe auch. Also, Sie kriegen diesen Virus, indem Sie ihn einatmen vielleicht. Ja, und dann wird er vernichtet von Ihrem Immunsystem. So einfach ist das. Bei einem gesunden Menschen. Und wahrscheinlich gehören Sie dazu. Wie kriegen Sie das raus? Naja, mit gesundem Menschenverstand würde ich mal sagen, ließe sich erklären, dass die Menschen, die nie eine Grippe kriegen, wahrscheinlich auch dieses Corona-Ding gar nicht spüren, weil das Immunsystem sofort Corona vernichtet. So, einfach ist das. Diese Menschen werden noch nicht auf die Idee kommen, sich impfen zu lassen. Weil wo kein Coronavirus ist, kann auch niemand anderes angesteckt werden. Das hat man in den letzten Monaten eigentlich auch herausgefunden, dass die Behauptung, jemand, der keine Symptome hätte, wäre ansteckend, falsch ist. So, also dieses Virus muss sich vorher vermehren, bevor es verteilt werden kann. Wie und wo vermehrt es sich? Bei Corona, diesem Wuhan-Monster, soll es sich angeblich in der unteren Lunge vermehren und dann seine Opfer umbringen. Das ist natürlich bedauerlich für das Coronavirus, weil ein Virus, das seine Opfer umbringt, kann sich nicht weiter vermehren. Es ist evolutionär bedingt zum Scheitern verurteilt. Es ist ein Virus, das nicht überleben wird. Und genau das erleben wir ja auch. Ja? Also die gefährlichen Viren, die bei schwächlichen Immunsystemen zuschlagen und Leute umbringen, können sich nicht weiter vermehren, weil ihre Werte nicht hustend und schnaufend in der Gegend herumlaufen, um andere Leute anzustecken. So. Sehr beruhigend. Also sehr unwahrscheinlich, dass wir genau dieses Virus kriegen. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist zum Scheitern verurteilt. Jetzt kommen wir mal zum PCR-Test. Der PCR-Test, mit dem wir Infizierte nachweisen wollen, kann gar keine Infizierten feststellen. Er testet nur auf irgendwelche Nukleinsäuren, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwelche DNS-Fragmente, die da irgendwo herumliegen, die vielleicht von irgendwelchen toten Viren stammen könnten, was auch immer. Man hat auch schon Ziegen und Papayas positiv getestet. Bei manchen Tests, die unbenutzt blieben, hat man auch nach der Auswertung gesagt, sie wären positiv. Also es sind viele Möglichkeiten da, warum so ein PCR-Test anschlägt. Dieses Ding hat darüber hinaus eine Fehlerquote von etwa 1%. Das bedeutet, von 100 Leuten ist immer einer positiv. Und wenn dann das Gesundheitsamt kommt, sie müssen zu Hause herumsitzen und warten, bis die Quarantäne abgelaufen ist, dann ist das sehr bedauerlich, weil wahrscheinlich sind sie überhaupt nicht krank. Wahrscheinlich sind sie überhaupt nicht infiziert. Wahrscheinlich haben sie einfach nur einen von vielen fehlerhaften PCR-Tests erwischt. Blöd. Also, wie stellt man richtig Infizierte fest? Richtige Infizierte stellen sie fest, indem jemand, der schnieft und schnauft und hustet und sich krank fühlt, zum Arzt geht und diesem Arzt sagt, hey, guck mal, meine Nase läuft. Jetzt teste doch mal, was ich hier habe. Und vielleicht macht der Arzt dann einen Corona-Test, ja, weil er das für sinnvoll hält. Könnte ja sein. Bei älteren Menschen macht das ja dann Sinn, weil denen könnte ja vielleicht was Schlimmes blühen, wenn sich herausstellen sollte, dass das dieses Wuhan-Monster ist. Ansonsten macht er den vielleicht gar nicht. Aber wenn der Arzt jetzt diesen Test macht und er stellt dann fest, Corona schlägt an, dann könnte er sagen, dieser Mensch ist infiziert. Und das wäre dann einer, den könnte ich wirklich zählen. So, dieser Infizierte ist auf jeden Fall nach etwa einer Woche oder vielleicht ein paar Tagen mehr wieder gesund.
normalerweise. So. Wenn er jetzt also zu den 0,5% der Infizierten gehören sollte, die dann irgendwann beatmet werden müssen im Krankenhaus, dann kann es zu Komplikationen kommen. So. Unsere Krankenhäuser sind aber im Moment nicht überlastet, keinesfalls, und durchaus in der Lage, solche Fälle dann zu behandeln. So, wir wissen, mit was wir es zu tun haben. Die Menschen, die sich schützen wollen, die können dies tun. Und alle anderen sollten gefälligst in Ruhe gelassen werden von diesen Nervsäcken in der Regierung, die uns immer noch erzählen wollen, wir wären alle des Todes, wenn wir einen positiven PCR-Test erwischen. Das ist schlicht und einfach Quatsch. So einfach ist das. Gut, fertig.